Ärztin Viola Grewe und Schwester Birgit sind baff, als ein Patient auf einem Bürostuhl in die Notaufnahme gerollt wird. Eine besorgte Arbeitskollegin begleitet den Mann, der vor seiner Ehefrau verheimlicht, was er im Job in Wirklichkeit so treibt. Können Sie kurz einen Rollstuhl? Ja. Warten Sie mal, wir holen jetzt mal einen Rollstuhl. Grewe ist mein Name, ich bin die diensthabende Ärztin. Guten Tag. Schönen guten Tag. Also, gleich geht die Tür zu, einmal rein. Von wo kommen Sie? Ich komme gerade aus dem Büro. Das ist hier um die Ecke, wenn ich ehrlich bin. Ach so, also Sie sind jetzt nicht Kilometer damit gefahren, ja? Nein. Patienten werden hier auf verschiedene Weisen in die Klinik gebracht, meistens im Rettungswagen oder von Angehörigen im Auto. Aber die Situation, dass ein Patient im Bürostuhl hier reingeschoben wird, das hatten wir noch nie und das war auch für mich ganz neu. Ja, also ihm ist irgendwie schwindelig geworden. Guten Tag, mein Name ist Schwester Birgit. Weiß ich auch nicht. Und dann könnten ist Sie sich da gerade hinsetzen? Mit der Nase gegen Schreibtischkante. Ja. Ist rangekommen und... Ist Ihnen jetzt immer noch schwindelig, Herr Brückner? Total. Rutschen Sie mal direkt mit dem Poppes hier ein bisschen hoch. So. So, super. Und jetzt legen Sie sich einfach mal zurück. Okay. So, Herr Brückner, wollen Sie mich einmal angucken? Sag mal, ich mache mal die Brille hoch. Ja. Gucken Sie mich mal an. Gut. Wir arbeiten zusammen in einem Steuerbüro. Okay. Wunderbar. Bei seinem Schwiegervater. Dankeschön. Die können Sie auch einmal ganz kurz abnehmen. Dann kann ich mich um die Nase. Und der Frau auch schon Bescheid gegeben. Sie müsste auch jeden Moment dann gleich hier eintreffen. Ja. Das ist gut. Also auf dem Weg hierhin. Das ist wunderbar. Der Schwindel, was Sie eben gesagt haben, haben Sie das öfter oder ist jetzt konkret irgendwas passiert? Ich habe es tatsächlich öfter. Meistens allerdings auch unfassbare Kopfschmerzen dabei. Okay. Das geht bis zu Migräne. Mhm, okay. Ja, und heute, ich weiß auch nicht, es wurde mich auf einmal schwarz vor Augen und dann lag ich auf dem Schreibtisch. Hallo, die Frau Brückner ist hier. Ja. Ist es in Ordnung, wenn Ihre Frau mit dazu kommt? Ja, klar. Ja, wunderbar. Hallo, Grewe ist mein Name. Hallo. Was ist denn passiert, Mensch? Ich bin einfach umgefallen und auf den Schreibtisch geknallt mit der Nase. Liebe Güte. Ist okay, Herr Brückner, alles gut, wunderbar. Herr Brückner, haben Sie Vorerkrankungen? Nehmen Sie Medikamente? Nein, außer Kopfschmerztabletten. Okay. Wie oft nehmen Sie die Kopfschmerztabletten? In letzter Zeit häufiger. Okay. Alles geht's schon lange nicht gut, wirklich. Also hat mit Magenschmerzen zu kämpfen, mit Kopfschmerzen sogar bis hin zu Migräne, mit Übelkeit. Ja. Also ich weiß nicht, ob das in Zusammenhang jetzt liegt mit seinem Sturz, aber ich mache mir wirklich Sorgen seit einiger Zeit. Einen gewissen Auslöser dafür wissen Sie aber nicht? Oder ist irgendwas konkret passiert, wodurch das dann angefangen hat, dass es Ihnen häufiger so schlecht geht? Vielleicht, ja, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht sagen Arbeit, aber vielleicht, ja. Ja, doch, das glaube ich wohl eher. Also er hat wirklich massiven Stress auf der Arbeit. Mhm. Er hat den Job gewechselt, der war vorher Tierpfleger, das war relativ entspannt, er hat das gerne gemacht. Und jetzt ist er bei meinem Vater in der Firma, was auch super ist, weil er uns relativ schnell den Job gegeben hat für meinen Mann. Wir sind da auch dankbar, aber der überfordert ihn total. Mein Mann hat das nicht gelernt. Ja, nee, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Doch, ich finde, es ist wirklich schlimm. Reden Sie ruhig weiter, ich messe meinen Blutzucker. Ja. Also ich finde, es ist schlimm. Ja. Mein Mann leidet darunter, der ist abends total gestresst. Manchmal isst er abends nichts mehr. Der ist einfach, also ich habe das Gefühl, er ist total überlastet. Wirklich. Also da kann ich nur zu sagen, dem müssen wir natürlich auf den Grund gehen. Aber Stress kann sowas auf jeden Fall auslösen. Und Stress kann alle Formen von Symptomen machen, von Kopfschmerzen, von Übelkeit, Schwindel. Ja. Das kann natürlich sein. Trotzdem können das natürlich auch andere Gründe sein. Und Herr Brückner, ich würde Sie gerne einmal zum CT schicken. Ich habe mich dann letztendlich dafür entschieden, Herrn Brückner ins CT und nicht zum Röntgen zu schicken, weil wir im CT direkt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen konnten. Wir konnten einmal gucken, ob es einen Nasenbruch gibt. Und außerdem hatten wir direkt Bilder vom Gehirn und konnten dadurch abklären, ob es vielleicht eine Hirnblutung gibt oder eine Schwellung des Gehirns, die letztendlich zu seinen Schwindelanfällen und seiner Übelkeit hätte führen können. Was haben Sie denn an der Hand gemacht? Das habe ich ein kleines Missgeschick passiert. Ich habe mich nur geschnitten. Also was Großes ist das ehrlich gesagt jetzt nicht. Haben Sie den Verband selber drum gemacht? Ja, ich habe den mit dem Erik heute zusammen selber dran gemacht. Ja. Also wenn Ihnen das nichts ausmacht, würde ich da gerne einmal drunter gucken, weil das ist gar nicht richtig sauber gemacht und der Verband ist auch nicht wirklich fest. Eigentlich nicht nötig. Das geht jetzt ganz schnell. Jetzt sind Sie einmal hier. Genau, jetzt sind Sie einmal hier, dann können wir es einmal desinfizieren. Okay. Kommen Sie einmal mit rüber. Ja. Wenn wir jetzt, genau. Gehen wir einmal rüber. Als ich mich bei Frau Weiler im Schockraum verabschieden wollte, ist mir aufgefallen, dass ihre Hand relativ unprofessionell verbunden war. Es war nicht richtig gesäubert worden und der Verband hielt auch nicht wirklich. Deshalb hatte ich ihr vorgeschlagen, mir das noch mal genauer anzugucken. Sie tat das aber ab und meinte, es wäre nur eine kleine Schnittverletzung, was letztendlich nicht ganz der Wahrheit entsprach. Sieht aber nicht aus wie ein Schnitt, Frau Weiler. Kann ich mal sehen.
Ja, wenn ich ehrlich bin, ist es mir ein bisschen unangenehm. Sieht aus wie eine Verbrühung, ne? Wie, also wie eine leichte Verbrennung. Was war da los? Was haben Sie gemacht? Ja, also der Erik und ich, muss man ja ganz ehrlich sagen, wir sind ja so ein bisschen komikermäßig unterwegs, sage ich mal. Ist nur schön, wenn man Spaß auf der Arbeit hat. Ja, wenn der Chef, also der Herr Walter Albrecht, mal nicht da ist, ja, dann machen wir halt immer ab und zu mal ein paar Späße. Und heute haben wir es halt versucht, ein Ei in die Mikrowelle zu tun. Und dann habe ich das Ei rausgeholt. Ja? Ja, das war nicht gut. Ist mir das halt in der Hand aufgeplatzt. Das war noch nicht in der Mikrowelle aufgeplatzt? Nee, in der Hand. Das also ich wollte es gerade rausholen. Hast du mal was zum Saubermachen kurz? Dann, ja, dann das erklärt das natürlich, ne? Dann ist das eine Verbrühung. Wir machen das einmal nur kurz sauber, dann kriegen Sie da so eine Verbrennungssalbe drauf. Das kühlt schön, dann tut es einfach nicht so weh. Und dann verbinden wir das. Dieses Experiment, ein Ei in die Mikrowelle zu tun und es da garen zu wollen, kann ich auf gar keinen Fall befürworten. Das ist wirklich eine dumme Idee. Denn wenn man es dann rausnimmt und das Ei explodiert, das hätte auch im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gehen können. Und da kann man sich wirklich schwere Verletzungen zuziehen. Aber Sie haben das bei der Arbeit gemacht. Ich finde das nur gerade so komisch, weil jetzt, also gerade meinte Ihr Kollege, dass das so stressig ist und dass ihn die Arbeit so belastet. Und die Frau meinte, dass er, also wenn man auf solche Ideen bei der Arbeit kommt, da würde ich jetzt nicht denken, dass Sie da so einen Stress haben, dass Sie gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Ne? Also Stress haben wir ehrlich gesagt nicht. Also wir gehen auch häufiger mal raus, überziehen die Mittagspause auch öfter mal. Aber der Erik klang halt schon etwas länger wegen der Übelkeit und wegen seinen Kopfschmerzen. Ja. Während die Frau von Herrn Brückner darauf bestand, dass er unter extremem Stress leide und es ihm deshalb so schlecht ginge, betonte seine Arbeitskollegin, die mit ihm im selben Büro arbeitet, dass sie eigentlich einen ziemlich entspannten Job haben und sogar Zeit für extrem lange Mittagspausen hätten. Was dann natürlich den hohen Stresslevel nicht wirklich erklären konnte. Wechseln Sie den Verband einfach noch mal morgen. Wir geben Ihnen die Salbe mit, die kühlt schön. Und ansonsten ist das aber eine leichte Verbrennung ersten Grades. Kontrolle müsste ich dann quasi nicht noch. Wenn da alles gut ist, also außer Sie sehen jetzt, das schwillt an, das tut besonders weh, das entzündet sich. Aber wenn das so bleibt, ist alles in Ordnung. Inzwischen hat auch Firmenchef Walter vom Unfall seines Schwiegersohns erfahren. Der 65-Jährige ist mit der Arbeit des gelernten Tierpflegers Erik bisher alles andere als zufrieden. Sehr zum Missfallen von Tochter Silke, die ihren Mann in Schutz nimmt. Wir sind dir wirklich dankbar, dass du ihm den Job gegeben hast, aber du darfst ihn nicht... Unterbrechen? Nein, Papa, ich möchte das mal eben sagen. Du überforderst ihn. Und überfordert. Ja. Das glaubst du doch nicht im Ernst. Doch, Papa, er hat das nicht gelernt. Er kommt eigentlich aus einer anderen Sprache. Da habe ich Verständnis. Es gibt keinen Menschen, wo ich mehr Verständnis für habe, wie für deinen Mann. Papa, ich weiß, wie du bist. Und du erwartest einfach viel von deinen Angestellten. Aber du kannst nicht das Gleiche vom Erik erwarten. Was kann ich denn erwarten, dass 2 bis 3 Stunden Mittagspause mit seiner lieben Nicole? Das muss ich alles erwarten. Nein, natürlich, das machst du doch auch nicht, oder? Du machst doch keine 3 Stunden Mittagspause. Naja, wir überziehen schon ab und zu. Ja, natürlich. Ja, wir überziehen schon ab und zu. Ab und zu? Das ist fast täglich. Aber dann braucht er das. Ganz ehrlich. Er ist so im Stress bei dir. Darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Ich verstehe, dass das jetzt ein kleiner Familiendisput ist. Ich wollte Ihnen trotzdem kurz mal sagen, dass zumindest von der radiologischen Seite ich Entwarnung geben kann. Sie haben keinen Bruch an der Nase. Es war wirklich nur starkes Nasenbluten. Und mit Ihrem Gehirn ist, wie das auch eigentlich zu erwarten war, alles in Ordnung. Sie haben keine Blutung, da können Sie gucken, hier, da blutet nichts rein. Das sieht alles genauso aus, wie es sein soll. Keine Schwellung, kein Tumor, kein gar nichts. Das ist ja schon mal gute Nachricht. Ja. Genau. Aber was ist es denn dann? Also ich meine, dann könntest du ja an für sich ins Büro gehen und die nicht bearbeitete Akte mal endlich zu Ende bringen. Nee, Papa, jetzt mal ganz ehrlich. Der Erik bleibt jetzt erstmal hier. Es muss erstmal geklärt werden, woher seine Magenschmerzen, seine Kopfschmerzen, seine ständigen Siehst du? Jetzt gerade. Du setzt ihn unter Druck mit deinen Anforderungen. Papa, jetzt ganz ehrlich. Schale, setzen Sie sich einmal ruhig. Das bin ich. Ist Ihnen sonst auch schlecht? Nein, du bist nicht schuld, aber du musst ihn doch nicht immer so. Gerade im Moment. So unter Druck setzen. Nehmen Sie die. Oh mein Gott. Was ist los? Okay. Ach, oh Gott. Mein Gott, das ist doch da ist ein bisschen, ja, da ist ein bisschen Blut drin, Herr Weiler. Sie mehr? Als Herr Brückner vom CT zurückkam und es dann auf einmal anfing, dass ihm schlecht wurde und er sich dann auch übergeben musste, hat man gesehen, dass sich relativ viel Blut in dem Erbrochenen befand und
da gingen für mich alle Alarmglocken an. Es war helles Blut und das spricht dann immer für eine obere GI-Blutung. Das heißt, eine Blutung, die wahrscheinlich aus dem Magen kommt. Dein Papa hat völlig recht. Das ist wirklich, der Job ist nicht so stressig. Das, eigentlich ja, ist ja, eher das Gegenteil der Fall. Was soll das heißen? Das Gegenteil. Naja, im Grunde haben wir da nichts zu tun. Wie, ihr habt nichts? Ja. Herr Brückner, wo kommt denn dein Stress her? Du bist definitiv gestresst, wenn du abends nach Hause kommst. Das ist jetzt erstmal ein anderes Thema, das können Sie später klären. Ich habe jetzt einen Sono gemacht, ich habe den Bauch einmal abgetestet. Ja. Ich habe einen Verdacht, ich glaube, das kommt Richtung Magen. Und deshalb würde ich Sie gerne einmal zur Magenspiegelung schicken. Eine Magenspiegelung habe ich dann bei Herrn Brückner angeordnet, um erstens rausfinden zu können, wo genau die Blutung herkommt. Und zweitens kann man während der Magenspiegelung diese Blutung direkt veröden und damit dagegen arbeiten, dass sie noch stärker wird, damit dass er zu viel Blut verliert und es ihm dann auch immer schlechter gehen könnte. Wie erhofft, bringt die Magenspiegelung Klarheit und ermöglicht den Ärzten ein direktes Eingreifen. Doch es gibt noch ein anderes grundlegendes Leiden, das nur selten vorkommt und das Viola Grewe erst 3 Stunden später bei der Nachbesprechung richtig feststellt. Geht's Ihnen ein bisschen besser, Herr Brückner? Ja, es wird langsam. Also, ja? Ja, die Übelkeit ist latent, aber so jetzt nicht. Jetzt geht's. Ja, das freut mich. Also, wie ich das vermutet hatte, hatten Sie ein Magengeschwür. Und das hat angefangen zu bluten. Wir haben ja den Gastroskopiebefund, das ist die Magenspiegelung. Okay. Und da hat sich dann wirklich rausgestellt, da konnte man das sehen, dass da ein Geschwür ist, was aufgegangen ist. Und da hat es dann wirklich relativ stark angefangen zu bluten. Deshalb war auch das Blut in Ihrem erbrochen. Was macht man da jetzt? Also das konnte schon während der Magenspiegelung, kann man das direkt verschließen wieder. Da verödet man das Blutgefäß sozusagen. Letztendlich stellte sich für uns natürlich die Frage, woher das Magengeschwür von Herrn Brückner kam. Dass er eins hatte, war klar, aber der Auslöser war für uns noch relativ ungeklärt. Für mich war es eigentlich klar, dass es vom Stress her kommen musste, doch woher er letztendlich diesen Stress hatte, konnte uns in dieser Zeit noch niemand sagen. Ich vermute ehrlich gesagt, dass das mehrere Gründe hat bei Ihnen. Das ist einmal, dass Sie so viele Schmerzmittel genommen haben wegen Ihrer Kopfschmerzen, weil das sowas ganz stark begünstigen kann. Okay. Wir haben Sie auch noch auf ein Bakterium getestet, Helicobacter pylori. Das kann auch sowas machen. Und was ich glaube, was die Ursache Nummer 1 ist, ist einfach Ihr Stress, dass das wirklich durch Stress ausgelöst ist. Das kann ich mir nämlich auch vorstellen, ganz ehrlich. Ich hab's dir aber gesagt, nicht wieder diese Vorhaltungen. Erik, du weißt, Mittagspause, stundenlang. Ja. Ich gebe dir die leichtesten Arbeiten. Es kann von meiner Seite nicht sein. Okay, aber dann erklär's mir, Erik, bitte. Das ist auch so. Das ist wirklich so. Ja, aber warum erzählst du mir denn jeden Abend, du hast Stress? Ich verstehe es nicht. Es ist dein Vater, verstehst du? Als ich meinen Job verloren habe als Tierpfleger, dieser Job als Tierpfleger, das war meine Bestimmung. Ja, natürlich. Das gab's irgendwann nicht mehr und dein Dad war sofort da und hat geholfen. Dann setze ich mich doch nicht hier hin und erzähle, wie scheiße ich den Job finde. Doch, ich bin deine Frau, du hättest mit mir reden müssen. Ganz ehrlich, für mich sieht das schwer danach aus. Sie kennen mit Sicherheit das Burnout-Syndrom, das kennt man ja. Was ich bei Ihnen vermute, ist im Endeffekt genau das Gegenteil davon. Das nennt man Bore-out-Syndrom, also von Langeweile. Ja. Und letztendlich kommt das durch eine chronische Unzufriedenheit, eine chronische Unterforderung am Arbeitsplatz. Und das kann genau die gleichen Symptome wie ein Burnout machen. Darüber kann Ihre Kopfschmerzen kommen, Ihre Magenbeschwerden. Und dann haben Sie natürlich im ersten Moment gedacht, dann nehme ich mal ein Schmerzmittel gegen die Kopfschmerzen. Und dann kommt natürlich der Stress, den Sie sich dadurch gemacht haben, Ihrer Frau gegenüber, Ihrem Schwiegervater gegenüber, plus die Medikamente. Ja. Und das hat dann letztendlich zu diesem Magengeschwür geführt. Ja, Bore-out-Syndrom. Genau. Habe ich noch nie gehört. Aber das heißt, wenn er sich jetzt entspannt, wir die Umstände ändern, er den Job wechselt, dann hat er auch damit nichts mehr zu tun? Genau. Oder gibt es da irgendwie Nachwirkungen? Nein. Ich werde gleich auf jeden Fall die Buschtrommeln klopfen, damit du wieder zu deinen Zebras kommst. Das mit der Akte. Herr Brückner, ich gute Aussichten. Verabschiede mich schon mal bei Ihnen. Ne? Sie bleiben noch ein bisschen. Wir sehen uns dann morgen spätestens bei Visite. Okay. Und das ist doch schon mal gut. Ich glaube, da ist Offenheit immer das beste Mittel. Ne? Danke, bis gleich. Hier, ne? Genau. Wiedersehen. Schon einen Tag darauf konnte Erik die Klinik verlassen. Dank der guten Kontakte seines Schwiegervaters hat der Rheinländer bald eine neue Stelle in einem kleinen Tierpark gefunden. Seine Beschwerden sind seitdem komplett passé.